Jetzt wieder mal aufgeräumt. Herzlich willkommen bei Aufräumen TV. So, nachdem ich schon so oft gefragt worden bin, welche Drogen ich denn konsumiere, möchte ich nun näher auf meinen täglichen Drogenkonsum eingehen. Vorweg, ich schäme mich nicht dafür. Nein, ich denke, dass Drogen ja was ganz Nettes für den Alltag sind. In der richtigen Art, sie zu konsumieren. So, also vor dem Kinderkram gehen wir gleich mal weg. Ist eh schon wurscht, ist eh schon wurscht. Ist eh schon wurscht. Ach, ist eh schon wurscht. Du hast das Video eh schon versaut. So. Okay, so. Wie konsumiert man Drogen? Also vor dem Kinderkram gehen wir gleich mal weg. Nein, wir wollen hier keine Ecstasy-Heroin-Spielereien. Nein, wir wollen Drogen selber produzieren. In unserem Körper. So, wie produziert man Drogen? Ja, das geht ganz einfach. Und zwar beginnen wir damit, dass wir uns mal artgerecht ernähren. Ja, weil jede Art hat ihre artenspezifische Ernährung. So auch der Mensch. Was? Was? Achso, ja, der Franz, der braucht aber seine Schnitzel. Na gut, also der Franz, der braucht seinen Schnitzel. Aber wir, der Rest, wir können uns artenspezifisch ernähren. Und ja, wie schaut die richtige Ernährung für das menschliche Wesen aus? Das wäre eine fettarme, rein pflanzliche Kost, basierend vorwiegend auf Obst und Gemüse. So, ja, und jetzt frisst man das halt einmal. Dann reinigt sich mal ordentlich der Körper, der ganze Grind kommt außer, dann funktioniert mal wieder alles gescheit, die Organe. Ja, und im Verlauf dessen kann unser Körper wieder Glückshormone produzieren, wenn wieder mal alles gescheit funktioniert. Ja, das wäre die Grundlage. Um zusätzlich noch unsere Wahrnehmung zu verbessern, würde ich vorschlagen, auf Fluoridzahnpasta zu verzichten. Ja, weil das Fluorid verstopft die Zirbeldrüse. Die befindet sich hier bei der Stirn, da wo die ganzen alten Kulturen behaupten, dass da das dritte Auge sitzt. Ja, und diese Drüse produziert Dimethyltryptamin. DMT, wie die ganzen Drogen-Cool-Kids sagen würden. Und dieser Stoff wirkt sich am meisten psychedelisch auf das menschliche Wesen aus. Und da diese Zirbeldrüse auch den Schlaf-Wach-Rhythmus kontrolliert durch ihre zusätzliche Melatonin-Herstellung, wäre es halt nur logisch, wenn diese Drüse irgendwie mit unseren nächtlichen Träumen in Zusammenhang steht. Das heißt, wer sich jetzt das abstrakte Denkvermögen der nächtlichen Träume in unser Wachbewusstsein holen will, sollte mal schauen, ja, dass diese Drüse gescheit funktioniert. Sprich, seinen Körper von ungesundem Essen und belastender Umgebung frei hält. Das heißt, wir distanzieren uns auch von Menschen und Situationen, die uns nicht gut tun. Und um das Ganze jetzt nochmal zu verstärken, üben wir uns im Fokus. In manchen Kreisen wird es auch Meditation genannt. Das kann man entweder bei geschlossenen, aber auch bei offenen Augen durchführen. Ich persönlich mache das lieber bei offenen Augen, indem ich mich einfach auf einen Punkt konzentriere, so lange, bis sich meine visuelle Wahrnehmung beginnt zu verändern und sich mein Körper entspannt. Danach solltet ihr euch viel mehr im Jetzt-Bewusstsein befinden, das heißt viel mehr in der Gegenwart. Ihr nehmt viel mehr wahr von eurer Umgebung, viel mehr Sinneseindrücke und ihr könnt auch im Verlauf dessen mehr Ideen schöpfen und verspürt generell mehr Tatendrang. Ja, das ist die eine Möglichkeit, Drogen zu konsumieren. Ja, oder mal laden da jede Woche den Dealer die Kohle hin, während sie der schönes Leben macht, während sie da selber dann finanziell und körperlich immer mehr verkümmert. Ja, was ist die klügere Version? Nun gut,
Antwort auf diese Frage überlasse ich euch. Ja, und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Aufräumen TV.